Mein Wichtelgeschenk an Trimax. Ich wurde zum Montes Weihnachtsevent eingeladen und ein Highlight des Tages war die gemeinsame Bescherung am Abend. Jeder Creator wurde gebeten, ein kleines und kreatives Wichtelgeschenk mitzubringen, das am Abend ausgelost wurde. Und diese Nachricht ging komplett bei mir unter. Ich saß also am Dienstagabend planlos am Tisch mit Freunden, um ein Geschenk zu finden, das potenziell 150 Creatoren gefallen muss. Kreativ und lustig ist und nicht mit Geld zu kaufen, weil das wäre sonst langweilig. Ich wollte, dass mein Geschenk richtig krass wird und eine coole Erinnerung ans Event. Und damit ich nicht ende wie zwei Yum-Yum-Packungen und eine halbbraune Banane, hatten wir noch stundenlang im Brainstormen folgende Idee. Alle Anwesenden sind vor Ort wegen Monte und wegen dem Event. Die Idee war also, einen Fortnite-Fisch im Design von Monte zu erstellen, das Ganze wie eine Schneekugel verpackt, die das Event darstellen soll. Und wieso ich mit dieser Idee angefangen habe, an eine höhere Macht zu glauben, das seht ihr dann selbst. Damit nicht nur das Geschenk selbst krass ist, sondern auch die Verpackung reinknallt, legte ich mich auf eine Laterne im Weihnachtshaus-Theme-Fest, in die der Fishback dann reinkommen soll. Also bin ich mittwochs 5 Shops abgegangen, um die perfekte Laterne zu finden, in die das Ganze auch reinpasst. Währenddessen hat dein Kollege die Grundform des Fishbacks 3D drucken lassen, der aufgrund seiner 23 cm Größe 14 Stunden Druckzeit brauchte. Weiter aber zum Dach der Laterne. Das habe ich nämlich mit roter Acrylfarbe angemalt, die Gläser entfernt und innen weiß grundiert. Meine Katzen fanden das Anmalen auch super spannend, haben mir meine Arbeit aber nicht sonderlich viel erleichtert. Und ja, es waren später überall Pfotenabdrücke. Die Dachziegeln wurden mit Edding gezeichnet und die Gläser wieder eingesetzt. Damit auch alles am Ende aussah wie ein echtes Weihnachtshaus, habe ich Türen und Fenster aufgemalt. Gerade die Tür finde ich persönlich ist super, super schön geworden und die Fenster lassen das LED-Licht, das ich innen angebracht habe, auch super gut zur Geltung kommen. Aber warum Trimax sich über dieses Haus gar nicht gefreut hat, seht ihr dann in seiner Reaction. Heb's bitte hoch, präsentiere es. Alter, Mann, super, deine Freude, Mensch, klasse. Meanwhile habe ich das Bild, als die Katze über das Glas gelaufen ist, auf Instagram gepostet, worauf Edis der Breite reagiert hat. Nämlich mit, wie wir brauchten ein Wichtelgeschenk, also er war genau gleich planlos wie ich. Und jetzt stellt euch die Situation vor, in der ich mit meinen Freunden stundenlang da sitze, ein Geschenkversuch auszuarbeiten, Bastelzeug einkaufen gehe, den ganzen Tag unterwegs bin für Laterne, Glasglocke, das 3D-Drucken vorbereitet habe und die Verpackung schon fertig ist und dann Edis antwortet mit, ich wollte Toffifee kaufen. Donnerstagmorgen, 14 Stunden waren rum und der Druck war kaputt und es gab keinen Plan B. Also mussten wir an der Datei ein bisschen rumbasteln und es nochmal 14 Stunden drucken lassen. Problem, ich musste am Freitagabend losfahren zu meiner Begleitperson, meinem Cutter, der in Karlsruhe ist, als Zwischenstopp. Also übersetzt, der 3D-Druck musste spätestens bis Freitagabend fertig sein. Zeit wurde knapper und der Druck, dass das Hauptgeschenk, das eigentliche Geschenk, nicht rechtzeitig fertig wurde, größer. Weiter zum weihnachtlichen Boden vom Fishbleck. Das Stück Holz, das ich dafür gekauft hatte, war super schwierig zum Ausfräsen. Die Glasglocke brauchte so eine Kerbe für das Silikon später und bei Gott, es hat ewig gedauert, bis das drauf passt. Plus, das Glas ist kaputt gegangen, es hatte einen Sprung bekommen. Mit halbem Nervenzusammenbruch bin ich also am nächsten Tag direkt losgefahren, um eine neue bzw. die letzte Glaskuppel, die es dort gab, zu kaufen. Aber die hat dann wiederum endlich gepasst und ohne Sprung. Danach habe ich mit Ton den Boden modelliert mit so einem kleinen Hügel, der die Piste vom Event darstellen soll. Alles weiß grundiert, mit Kleber übergossen, damit der Kunstschnee auch hält. Ebenfalls aus Ton habe ich zwei kleine Schlitten und ein Schild modelliert, beides angemalt und den Schlitten schon mal auf die Piste geklebt. Dazu kamen dann noch so zwei kleine süße glitzernde Weihnachtsbäume, die ich vom Depot gekauft habe. Dann Donnerstagabend die Nachricht, der Druck ist schon wieder kaputt. Wir haben also auf Etsy eine Datei von diesen Fishskin gekauft, weil hoffentlich niemand eine kaputte Fishskin-Datei verkauft. Damit einfach keine Fehler entstehen können und beim letzten Versuch es endlich klappen kann. Und wir haben auch die ganze Figur verkleinert von 23 auf 17 cm, weil der Druck dann einfach statt 14 nur noch 7 Stunden gedauert hat. Und tatsächlich am nächsten Tag, am Freitagabend, kurz vor der Abreise, war der 3D-Druck fertig. Verpackung, check. Boden- und Glasglocke, check. Unfertige 3D-Figur, check. Also ging es am Freitagabend bzw. nachts mit meinen Acrylfarben und Bastelsachen 5 Stunden nach Karlsruhe. Ja, und Samstagnachmittags ging es dann gleich weiter, weil der Fisch war noch kein Stück angemalt. Es war nur so ein pinkes Ding. Und damit das pinke Material überdeckt wird, musste ich ihn 7-mal weiß grundieren. Vorne und hinten, zwischenzeitlich immer mit den Föhn, damit es schneller trocknet, super aufwendig. Und dass er am Ende auch tatsächlich aussieht wie Monte, waren mir bestimmte Erkennungsmerkmale wichtig. So wurde der eigentliche Fisch, also die Haut von ihm, orange angemalt mit Acrylfarbe mit so einem gelblichen Fade in die Hände. Und die eigentlich klassische blaue Hose wurde zu einer Jogginghose umstrukturiert, ein bisschen schattiert, damit das Ganze auch wirklich baggy aussieht. Das weiße Tanktop habe ich so gelassen mit 1-2
zwei Flecken drauf und die Füße bekamen Birkenstock-Schuhe an. Plus auf den Gürtel kamen drei Gucci-Taschen drauf, also farblich angepasst, und die Details habe ich nochmal mit einem Bleistift gezeichnet. Da der Hut, also hier diese Schlaufe, auf der einen Seite abgebrochen war, habe ich mich dazu entschieden, eine schönere Lösung zu finden. Also habe ich die andere Seite auch abgebrochen, aus Ton eine Cap modelliert, die aufgeklebt und schwarz grundiert. Nachdem alle Farben an ihrem Platz waren, bekam der Fishblack nochmal so ein Acrylgloss drüber, damit auch wirklich schön shiny ist. Und zu guter Letzt wurden mit Edding Details gezeichnet, wie die ganzen Tattoos, die Pupillen oder die Schnallen an den Birkenstockschuhen. Ich finde, gerade wegen den ganzen Details ist der Fishblack richtig, richtig gut geworden und ich bin richtig stolz auf meine Arbeit. Der also nun endlich fertige Fishblack kam in seine Weihnachtswelt bzw. wurde reingeklebt. Ich habe dann noch bei der Glasglocke so einen Schneespray unten gemacht für den Schneeeffekt und in die Rille kam Silikon, damit das Ganze auch wirklich festhält. Nun fehlte also nur noch das Schild, das mir wirklich die letzten Nerven gekostet hat. Ich habe da Fishblack 88, Mund des Weihnachtsevents 2023 und meinen Namen draufgeschrieben und das kam vorne nochmal an den Fuß zur Beschreibung vom Fishblack halt. Und damit war das Geschenk und die Verpackung fertig. Und mit fertig meine ich 2 Uhr morgens am Sonntag und um 5 Uhr morgens mussten wir losfahren zum Event, damit wir rechtzeitig um 12 einchecken konnten und dann ja beim Programm teilnehmen konnten. Und es war alles so super krass knapp, aber es hat tatsächlich just in time funktioniert. Das Event ging also los und für das Video ist jetzt wirklich nur die Bescherung relevant. Bei der wurden nämlich die Geschenke unterhalb des Baumes platziert. Dann wurden Creator, die sich angestellt haben, hochgeholt. Die durften sich dann eine Nummer ziehen und die Nummer wurde quasi einem Geschenk zugewiesen, das sie dann bekommen sollen. Trimax, Grüße, Bescherung. Zieh gerne eine Nummer. Boah. 75. Super. Das ist super. Wir ziehen eine neue Nummer, kein Bock. Das waren die 10.000 Euro. 16. 16. Mehr Oster suchen. Nein. Ach, Digga, ich hab so gehofft, nicht so was Großes. Ist es das? Ja. Heb's bitte hoch, präsentier es. Alter, Mann. Super. Deine Freude, Mensch. Klasse. Lieber Wichtel, viel Spaß mit dem Fisch Black. Gut. Und eine schöne Zeit. Wähler, von Wähler ist das. Wähler ist das. Was hast du gesagt? Ist da noch was drin? Ja, ja, klar. Guck doch. Alter! Ach, das ist geil! Das ist geil! Das ist ein Fortnite-Skin. Oh, wie schön. Digga, das ist sogar mein Fortnite-Skin. Doch. Wow. Hol raus das Ding. Wow. Alter. Okay, das ist krass. Hey, das ist doch bisher das beste Geschenk, oder? Sehr schön. Ich weiß auch einfach, dein Skin ist. Ja, es ist mein Skin. Wir machen wieder rein, Achtung. Ja, tust du rein? Hast du? Kurz fallen lassen. Hä? Von Wähler. Du kennst du die, die Österreicherin. Natürlich. Ja. Ja, geiles Geschenk, passt. Hä, wie krass. Hey! Vielen Dank. Wie krass ist das denn? Ich bin mega gefreut. Ja? Ich habe das beste Geschenk, glaube ich. Safe, wie geil. Freut mich voll. Sehr krass. Hast du das selber gemacht? Ja, 15 Stunden. Ich habe es 3D gedrückt mit Acryl und so. Vor allem, ich dachte mir halt so, ich suche ein Geschenk, was potenziell 100 Leuten gefällt. Ja. Und halt alle Leute sind da wegen Monte, beziehungsweise halt so Monte Fortnite, ne? Und dann dachte ich mir, gut, dann ist es halt das Geschenk. Und von allen Leuten, weißt du, so irgendwelche anderen Creator, die hätten es halt cool gefunden. Ja. Aber das ist halt du genau kriegst, das ist halt richtig geil. Vor allem mit dem Reroll auch noch. Voll geil. Nicht nur genau der Skin, den ich seit 6 Jahren spiele, sondern auch als Monte-Version mega. Ja, voll. Ja, freut mich. Hast du die richtigen Hände. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Ja, bitte gerne. Wirklich, also das krasseste Geschenk für mich. Jemand so glücklich ist wegen meinem Geschenk, wo so viel Arbeit drin steckt, ist wirklich. Ich grinse über alle Ohren und damit ist, glaube ich, auch der Akku leer, beziehungsweise der Speicherplatz und ja, wir machen Schluss für heute.